Kleine Freuden, große Emotionen und ein Hauch Olympia. Tag 2 beim 57. Weißen Bären von Berlin verspricht viel, hält alles und macht Werbung für den Fechtsport. Als Sportereignis ist es super, hier in diesem historischen Kuppelsaal das Ganze aufleben lassen zu können. Das ist eine tolle Kulisse und ich glaube, das ist für die Sportler auch was ganz Besonderes. Und das nehmen sie dann auch international mit nach Hause und kommen dann auch hoffentlich gerne wieder. Das besondere Highlight sind, na klar, die Gefechte im historischen Kuppelsaal. Ab dem Viertelfinale geht es auf die Planche mit stimmungsvollen Ambiente. Besonders gierig darauf sind die einzigen drei verbliebenen deutschen Fechter im 16er Tableau. Peter Bitsch, Falk Spautz und der Berliner Toni Kneist, der sich mit diesem Treffer das Achtelfinale sichert. Spannende Fights liefern sich auch die Schüler beim kleinen, weißen Bären mit dem Florett. Das 10. Mal treten die Fechtcracks von morgen gegeneinander an. Ihre Finals im Kuppelsaal sind eine Premiere. Es können sicherlich auch noch mehr zum Zuschauen animiert werden, dass man einfach in der Trainingsgruppe herkommt. Und ich glaube, wenn sie mal da sind, dann merken die Kids auch, wow, das ist richtig spannend, allein eben schon beim Zuschauen. Ich glaube, die waren sehr, sehr aufgeregt, als sie dann hier auf der beleuchteten Planche erstmal auflaufen durften, begrüßt wurden. Tja, auch die Kids sind begeistert. Dieses Fechterlebnis werden die Jungs und Mädels so schnell nicht vergessen. Ich fand's richtig cool und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das jetzt gewonnen habe. Sehr gut, also ich fühle mich super, dass ich bei diesem Großturnier mitmachen durfte und ich bin richtig happy, dass ich heute gewonnen habe. Der Saal mit seinen unzähligen Prismengläsern versprüht ja alleine schon einen Olympiahauch, wenn auch einen historischen. Frischen paralympischen Wind bringt Ingolf Blumowski ins weite Rund. Der Kampfrichter nahm an 4 Spielen teil. Bei so viel Engagement von der Kampfrichter der Berliner Volksbank fürs Rollstuhlfechten liegt die Überlegung eines inklusiven weißen Bären nicht weit. Das wäre eine super Idee. Also das finde ich klasse. Das Teilnehmerfeld dort ist auch nicht klein. Also ein Spitzenturnier hat bis zu 200, 250 Athleten. Und ich weiß aus den Gesprächen, ich mache das jetzt seit 1998 mit den Behindertenfechten, die Fechter weltweit sind heiß darauf, nach Berlin zu kommen. Berlin ist mehr als eine Reise wert. Aktiv können die Deutschen nicht mehr die finale Atmosphäre aufsaugen. Bitsch scheitert an Alvaro Ibanez, Spautz an Pavel Pitra und Toni Kneist muss sich gegen den Franzosen Americ Galli geschlagen geben. Der PSV-Fechter wird damit bester Berliner bei seinem persönlich erfolgreichsten Weißen Bären. Ja, mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Wie gesagt, jemals mein bestes Ergebnis seit jeher. 16. Platz oder 15. Platz bin ich am Ende. Das ist ganz gut, wenn mein bester mal 15. war. Aber ansonsten, ja, 2 gute Gefechte gemacht. Da habe ich mich deutlich gesteigert zum Schluss. Und am Ende gegen den Franzosen, da war kein Kraut gewachsen in dem Moment. Nächstes Mal. Zufrieden kann Kneist aber auch sein. Schließlich ist der Franzose eine ordentliche Hausnummer. Das zeigt er auch in seinem Halbfinale gegen den Spanier Alvaro Ibanez. Enges Gefecht, packendes Finish. So zieht der 20-Jährige auch ins Finale ein. Und da wartet dann der Finne Niko Wurinen. Bis zum Schluss kann sich keiner der Kontrahenten entscheidend absetzen. 13:13 Treffer für die Trikolore und damit Matchpoint-Chance. Und die nutzt er hier, Americ Galli. Der Youngster holt sich den 57. Weißen Bären von Berlin. Das fühlt sich sehr gut an, denn es ist das erste internationale Turnier, was ich überhaupt gewonnen habe. Es war ein sehr schweres Turnier mit sehr, sehr vielen Startern. Many, many people, yeah. Glückwunsch und Chapeau von uns. Das Finale übrigens mit deutscher Beteiligung. Auch unser Paralympic-Tausendsasser war mit dabei. Der größte weiße Bär der Geschichte mit kleinen großen Erlebnissen, packenden Fights und olympischen Flair.